Hallo und willkommen zurück zu Nomoria. So, ich gehe mal hier auf Play, wir nehmen die Pause raus. Wir haben zuletzt eine ganze Menge an Aufträgen erteilt, vor allem was hier Nahrungsmittel und Bäumebeschaffung angeht. Wir haben hier Setzlinge von Pinien abernten lassen, damit hier bei uns die eigenen Baumschulen mal aufgeforstet werden. Wir sehen ja hier einiges an Pinien und an Birken stehen, aber so ganz wird das noch nicht was. Noch nichts. Das hier sind Orangen. Ah ja. Ja, immerhin räumen sie die jetzt auch schon, diese von drin, von draußen. Na, die Setzlinge, die sie jetzt hier machen sollten, holen sie jetzt immerhin rein. Das habe ich denen ja auch nochmal extra gesagt. Clean Floor. Und hier steht eine Schubkarre und na toll, die nimmt mal wieder keiner da weg. Super. Tja. Also, dann haben wir hier schon mal damit begonnen, hier diese Becken zu vereinen. Hier fühlt sich gerade keiner verantwortlich, das hier auch noch zu entfernen. Ah, und es startet, es fängt an wieder zu regnen. Sehr schön, da wird das Becken hier ja noch voller. 11% Wasser. Fein, fein, fein. Sieht man hier, wie sich das da schön verteilt. Aha, richtig Wellen gibt's hier drauf. Sehr gut. Na, hier zu machen. So, okay. Wir haben ja unterirdisch nach Erzen gesucht. Und, Moment mal, warum bauen die da gerade keine Betten? Mal eben nachschauen. Macht hier keiner Holz? Loks haben wir genug da. Und unsere Holzfäller, die sind wahrscheinlich gerade einfach draußen mit Holzfällen beschäftigt. Assign. Na, warum läuft denn das gerade alles so langsam? Komisch. So, unsere Holz vielleicht auch gerade kein Balken da gewesen. Na, sag mal. Woodcutter. Zwei sind idle und einer craftet irgendwas. Aber nicht hier. Also, wo ist der gerade, der Mensch? Ist ja nicht zu glauben. Da steht eine Schubkarre und irgendwie sind die Leute alle. Ah, da ist ein Woodcutter und holt gerade Holz. Und was macht der? Läuft hier durch das Krankenhaus durch. Und arbeitet dann an dem Holz weiter für Möbel. Okay. So, wir gehen mal runter. Wir wollen ja noch weiter runter, hier unten. Dann weitere Gemächer errichten. Und da geben wir dann auch schon mal einen Auftrag, dass da Wall Torches errichtet werden, also Wandfackeln. Da, da und huch. Goblin has been spotted. Okay, ein Goblin wurde gesichtet. Müssen wir nochmal eben das da noch hinsetzen, so. Ein Goblin ist aufgetaucht. Der wird wahrscheinlich nicht alleine sein. Da ist noch einer. Und da ist noch einer. Und da ist noch einer. Und wo will der hin? Haben wir hier irgendwo Leute rumlaufen? Also, ich sehe jetzt vier Goblins. Also, den, den. Drei. Und den hier mit der Axt. Goblin Fighter. Das hier ist ein Goblin und das hier ist ein Goblin Raider. Okay. Und das hier ist ebenfalls ein Goblin. Naja, ein Goblin. Einfacher Goblin. Gut, dann würde ich sagen, Military. Da schnappen wir uns mal unsere All Squads, genau, und die sollen angreifen. Jupp. Angreifen. Attacke. Der geht schon mal drauf zu. So, jetzt haben wir doch hoffentlich auch hier in unserem Krankenhaus. Also erstmal haben wir ja jetzt auch ein richtiges Krankenhaus und hier vorne müsste doch eigentlich genug an Bandagen drin liegen. Ja, Bandagen haben wir 52. Wenn Leute hier nicht verbluten, sollte das was geben. So, die kämpfen da bereits. Das sieht gut aus. Aber blutet einer. Das könnten unsere Leute sein, die da bluten. Ja, alles kurz bitte drauf und auf den ebenfalls. Attacke. Sieht doch gut aus, wenn wir so viele Kämpfer da haben und wenn die hier einzeln kommen, dann müsste das was geben. Oha, wer ist denn da? Oh, Gnan. Gnan ist gestorben. Moment mal. Population. Wir haben jetzt nur noch zwei. Moment. Nur noch zwei Woodcutter. Na super. Einer ist gestorben. Copperhammer. Jonas' right arm. Jonas hat einen Arm verloren. Oh oh.
Oh, was ist denn da los? Goblin ist gestorben. Und das mit den Fallen hier hat auch noch nicht so hingehauen. Drei Stück haben wir zwar, aber... Population, Military, Enemies. Ja, da sollen alle mal draufgehen. Ja, die kennen das ja. Unsere Leute bluten da so vor sich hin. Wer ist denn das? Ist das Jonas? Das ist Diondlet. Das ist Gnan. Das ist ein Arm von Jonas. Der hat jetzt keinen rechten Arm mehr. Ich hoffe, der lebt noch. Jonas. Wo ist denn Jonas? Da ist Jonas. Der lebt noch. Gehen wir mal zu Jonas. Der hat keinen rechten Arm mehr. Ich hoffe, der überlebt das Ganze. So. Ja, missing his right arm. Ich hoffe, der blutet nicht. Nee, der blutet nicht mehr. Weiterer Goblin ist gestorben. So, hier müsste es doch noch weitere Kämpfe geben. Da, genau. Sind das hier Goblins? Nein, das ist Bernd und das ist ein Goblin-Fighter. Moment. Das ist ein Goblin-Fighter und das hier ist Bernd. Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und unsere Leute, die bluten. Die hören gar nicht mehr auf zu bluten. Ja, ich hoffe, wir überleben das hier einigermaßen. Sieht's mit Bandagen aus? Haben wir da noch genug? Bei den momentanen Verlusten hier. Oh, wir haben nur noch 17 Bandagen, kann das sein? Nee, 37 Bandagen. Ah, haben aber schon einige abgeben müssen. Da sind immer noch zwei Krieger. Oh Mann, was ist mit dem? Der hat. Hat er nur noch ein Bein? Jonas ist gestorben. Bert ist gestorben. Und das war. Moment, Moment. Moment, ich sag doch Pause. Fizzledera ist gestorben. Auch du Schande. Das ist Fizzledera. Das hier ist Diondlet. Und das hier ist Fizzwinglebert. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und das hier, ja, den hatten wir ja schon. Genannt. Bert ist. Jonas ist auch gestorben. Und der hier. Golebo, hat er. Der, ja, linkes Bein ist weg. Ja, da kann ich mal laufen. Ach du Schande. Sollten wir vielleicht auf Military gehen und keinen den Goblin angreifen lassen. Nur noch den von niemandem angreifen lassen. Alle mal zurückziehen. Fizzwinglebert ist auch schon gestorben. Oh Mann. Das ist ja gar nicht gut. Ja, die sollen ruhig reinkommen. Ich hoffe mal, er schafft das noch. Die sollen ruhig reinkommen, die. Ah, jetzt ist er auch noch gestorben, Golebo. Na super. Bevölkerung. Ja, ist die wieder zusammengeschrumpft. Na super. Dann können wir uns auch einen der Farmer schnappen und aus einem der Farmer einen Woodcutter machen. Die braucht man nämlich momentan am meisten. Weaving ist eigentlich Farming. Ha. Schnappen wir uns den und machen aus dem einen Woodcutter. Oh Mann. Irgendwo müssen ja hier die Goblins noch sein. Ja, super. Ganz, ganz toll. Immerhin haben wir jetzt auch hier mal. Naja, Rüstung müsste jetzt eigentlich irgendwo hergestellt worden sein. Das habe ich ja in Auftrag gegeben. Beim Armorer, was fehlt denn hier? Hier fehlt überall was. Kann das sein? Das müsste doch eigentlich heißen, dass da was fehlt. Nee, der hat nichts zu tun, heißt das. Kann das sein? So, der hat hier doch genug zu tun. Copper Bar. Der müsste Copper Bars herstellen. Dazu bräuchten wir aber erstmal Kupfer. Und Kupfer haben wir irgendwo hier unten noch gehabt. Das wird doch abgebaut. Da, ja, klar, das hatten wir ja, dieses Loch. Moment. So, irgendwo hatten wir noch Kupfer.
Wir haben doch irgendwo zuletzt eine große Kupferader aufgetan. Wo war das denn bloß? Hier war das. So, Clean Floor. Da. Da. So, das bitte alles entfernen. Okay. Na gut. So, ja, und den Rest, den kümmern wir uns dann demnächst. Wir gehen mal wieder ein bisschen rauf. Vielleicht sollten wir den Wert unserer großen Halle verringern. Naja, ein hoher Wert der großen Halle lockt ja auch viele Goblins an. Tja. Tja, tja, tja. Ist noch jemand im Krankenhaus, der da irgendwo liegt? Da liegt keiner. Oh Mann. Das waren echt herbe Verluste. Was ist denn das? Diondlet liegt da. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir müssen mal schauen. Wir haben keinen Tinker mehr. War das ein Tinker? Ne, Engineer war das, ne? Engineer. Ja doch, Engineer haben wir da. Wir haben keinen. Ne, genau, das passt doch. Einen Koch haben wir. Ja, die reinigen den Boden. Aha, das passt soweit erstmal alles noch. Schön ist es allerdings nicht. Also Cleaning Floor heißt, dann sammeln die wahrscheinlich da auch Kupfer auf und hier hinten das Holz und die Setzlinge müssen ja jetzt hier noch und nöcher sein. Naja, zwei Stück sind da bloß. Und was machen die da? Die beschneiden die Bäume gleich. Die Orangen hier. Ah ja. Dann sollen sie die wenigstens gleich wegräumen. Machen sie nicht. Stattdessen gehen sie woanders hin und holen irgendwo anders noch Klamotten ab. Irgendwelche Waren. Oh Mann, jetzt ist es leer geworden. Clean Floor müssen wir auch hier sagen, dass sie hier die Blöcke wegräumen. So, was war jetzt das hier? Da war jetzt grün. Heißt eigentlich, dass da was läuft, dass da irgendwie ein Auftrag läuft. Ja. Platz ist genug da. Man könnte arbeiten. 1, 2, 3, 4 Betten brauchen wir nach wie vor hier im Krankenhaus. Ja, was machen die? Arbeiten die? Ich hoffe doch, dass sie beschäftigt sind. Das hier ist Fell, der Miner. Ich hoffe doch, der ist jetzt nicht. Ja, das Crafting-Item, genau. Der ist beschäftigt. Okay, wie sieht's hier aus mit Entwicklungen? Geht weiter, okay. Ja, jetzt hat sich das auf jeden Fall erledigt mit den Wohnplätzen. Einige können wir. Ja, Personal Quarters. Vacant. Da ist für einige neue Platz. Ging schneller als gehofft, dass wir hier einen neuen Platz finden. Schade. Und unsere Krieger sind auch komplett hin. Alle Krieger sind hin. Können wir komplett auflösen. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, Clean Floor. Hier, Clean. Da, Clean. Und wir müssen die Toten wegräumen und dann mit denen natürlich auch noch hier die Materialien, die die dabei hatten. Und hier im Wald wird es jetzt ein bisschen schwieriger. Da haben die überall was verloren. Ah, irgendwo hier oben noch? Nein, zum Glück nicht. Okay, ich hoffe jetzt, dass die Goblins auch weg sind. Dass sie sich hier nicht irgendwo noch auf der Karte rumtreiben. Ich weiß gar nicht, ob wir die besiegt haben. Ich glaube nämlich, dass wir die gar nicht besiegt haben. Ja. Das wäre nämlich gar nicht schön. Diese Brücke hier müssen wir auf jeden Fall auch mal entfernen. Dass die Gegner nur da unten durch können. Und das machen wir jetzt sofort. Dig a hole. Die beiden weg. Und das auch.
alles entfernt werden. Okay, da muss man nämlich unten durch. Und die Goblins gehen dann in die Falle. So, wir brauchen nach wie vor Metall. Wir brauchen hier unten Erze. Der hat da... Ah, Bar for Spikes, ja. Können wir denn keine Holzfallen herstellen? Das wäre doch mal was. Wenn wir sowas machen könnten. Spike Trap. Geht das nicht aus Holz? Schade. Na. So, haben wir hier oben noch Teile für eine Falle? Da vorne liegt sowas, dahinter. Was liegt denn da? Da liegen zwei Spikes. Na super. Moment, was lag da? Möbel, Waffen, Kleingraben, da lag ein Schwert, ein Hammer. Armor Plate. Ja gut, das sind ja die Sachen, die wir, ja, die wir da haben von den toten Soldaten. Tja. Butcher, schlachtet mal die Goblins. Die dürft ihr gerne zerlegen. Das wäre nicht verkehrt, wenn man das mal machen würde. Okay, so, dann schauen wir noch mal hier hinten. Ist da inzwischen Gras gewachsen? Hier vorne immer noch kein Gras gewachsen. Immerhin, der Boden ist schon mal feucht geworden. Da hat es drauf geregnet. Wie sieht's mit dem Wasser aus? Haben wir da mehr als 11%? Ja, 13% haben wir da an Wasserstandsfüllungen. Das ist doch schon mal sehr schön. Regen hat aufgehört, hier ist überall Baumwolle, die Felder sind rappelvoll. Sehr schön ist das. Und wir haben keine Farmer, kann das sein? Wir haben zwar 4 Stück, aber allzu viel machen die nicht. So, ich glaube. Das lassen wir trotzdem so. Ja. Wir haben zu wenig Bevölkerung jetzt. Das war ein richtig schwerer Schlag, den wir da erlitten haben. Ein sehr schwerer Rückschlag. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet, dass so viele Goblins kommen. Great Hall. 12.158 ist das mir wert. Wir können ja mal Kingdom, genau. Da können wir doch nochmal jemanden schicken. Fizzle ist hier besser da. Wir könnten mal jemanden losschicken. Fizzle, wo ist denn der? Da ist er. Nee, das hampert. Ist das für Fizzle? Das ist Fizzle. Haben wir dann auch einen Händler? Nein, haben wir nicht. Market Stall. Ich glaube, das könnte man nochmal nach oben verlegen. Diese Marktstände. Kann man hier bei Fizzle nicht mal beantragen, dass er hier einen Händler kommen lässt. Diplomacy, wir schauen mal. Merchant City State. The England. Ja, Hinterstaat, super. Sagt mir nur nicht viel darüber, was die denn handeln. Na, Mining Kolonie, genau. Lumber Camp, Mining Kolonie. Hier, da, lassen wir doch mal jemanden kommen. So, der soll doch bitte mal kommen. In 2 Tagen und 7 Stunden ist er dann da. Und der soll dann auch mal einen Merchant, einen Händler mitbringen. Also das, wieso haben sie da den Boden noch nicht entfernt? Dig Hole. Die bitte auch noch entfernen. Okay, und das bitte von da nach da. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die hier anfangen. Und dann stehen ja die beiden Dinger da im Weg. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Typische KI-Fehler. 13% Wasser hatten wir hier. Ja, und nach wie vor. Wie viel haben wir hier? Da haben wir inzwischen 150% Wasser. Okay, hier unten 12%. Na schön. Hier unten, genau, da haben wir Waffen eingeladen. Stimmt. Aber da ist nichts. Hä? Das kann doch nicht sein. Da sehe ich doch ganz eindeutig Schilde. Da liegen doch Schilde.
Also bilde ich mir die ein. Pine Shield, da liegt's doch. Pine Shield. Und was ist das Rote, das hier liegt? Copper Crossbow. Bow. Clean Floor. Dann dürfte ja hier auch nichts zu clean sein. Ja, ist aber. Na gut. So, dann haben wir hier. Was wird hier benötigt? Armor Plate. Genau, da wird Bronze für benötigt. Da sehen wir schon eine Sprungfeder. Da ist schon die Falle fast fertig. Ja gut, jetzt brauchen hier mehrere Leute gleichzeitig Kupfer. Copper Spike Trap. Ja. Spike Trap. Kann man die nicht einfach aus Holz machen? Leider nicht. Ich würde ja meinen, man könnte die auch aus Holz machen, aber offenbar nicht. Schade. Dann eben nicht. Ja, dann dürfte aber hier bald auch mal die nächste Falle aufgebaut werden. Müsste ja dann auch möglich sein. Wie sieht's mit unserer Bevölkerung aus? Unsere Miner. Haben die genug zu tun? Schlafen. Wahrscheinlich sind sie so müde, weil sie so viel zu tun hatten. Hier dürfte man mal weiterarbeiten. Naja. Und hier die Felder könnte man auch mal abernten. 52 Nahrungsmittel haben wir derzeit. Ah ja, guck mal hier, immerhin, das funktioniert. Ja, sogar so wie gewollt. Super. Schön, schön, schön. Dann können wir hier den Zaun auch irgendwann mal vervollständigen. Jetzt ist es ja noch nicht nötig, dass man das macht. Okay. So, gehen wir mal runter hier. Da kann man lang. Gut. Passt alles. Nahrungsmittel haben wir hier genug. Da haben wir genug. Da haben wir genug. Da ebenfalls. Und sonst haben wir keine Tiere. Ja, hier wächst immer noch kein Gras drauf. Da wird ein Goblin reingeschleppt. Moment mal, wie kann die denn einfach hier oben lang gehen? Sie kann es. Das macht ja hier das Ganze ein bisschen sinnlos. Da müssen wir unbedingt mal was machen. Da muss unbedingt nochmal Boden drauf. Terrain Floor. Dirt Clump. Da muss Dirt hin. Oh, ein Bär ist in unseren Feldern. Jetzt kommt's aber dick. So. Genau. Wo ist denn der Bär? Und nicht, dass er wieder auf der Treppe festhängt und hier die Leute terrorisiert. Oder dass die Leute dann hier nichts mehr auf die Reihe kriegen, weil da ein Bär oben rumläuft. Naja, so, wenn die jetzt den Boden fertig macht, dann werde ich hier noch eine Mauer einziehen. Oh, ein Alpaka ist geboren worden. Der Serpentinblock Floor. Dann machen wir Terrain Wall, Serpentine Block Wall. So, die setzen wir dann dahin. Da machen wir eine Serpentinblockwand hin. Da kommt da kein Goblin durch. Okay, und die können dann nur hier unten durch. Die müssen dann durch die Fallen. Und hoffentlich dann auch bald durch die Fallen hier. Gut. Der Bär, ja, der Bär noch da, sehe ich jetzt nicht. Da haben wir kein Sichtfeld. Da müssen wir dann vielleicht noch mal ein paar Fackeln aufstellen. Ah, hier hinten ist noch ein, was war das? Ein Honey Badger ist da unterwegs. Alpaka ist geboren. Jetzt laufen die Alpakas hier rum. Warum laufen denn die Alpakas hier rum? Alpaka Pasture. Na, die können auch da rein. Komisch. Vier Alpakas gehen rein, drei sind drin und das vierte läuft hier außerhalb rum. Naja, gut. Ja, und die Wolle hat auch schon lange keiner mehr abgeholt. Oh Mann, wir haben wirklich zu wenig Bevölkerung. Was macht er? Fizzle, der Ambassador, der läuft da rum. Ja, da kann er ruhig rumlaufen. Wie er will. Und was macht sie?
hat Hunger. Haben wir jetzt wieder das Problem, dass keiner ins Haus rein oder in die Festung reinkommt. Ich glaube, das ist gerade das Problem. Military. Wir haben einen Bären. Enemies, Bär. All Squads, Squads. So, dann müssen wir wohl doch mal Leute ausrüsten. Schauen wir mal nach Kriegern. Fighting 8, 12, 13. Müssen nach Hammer gucken. Hammer. Nehmen wir Fizzle, den Blacksmith. Der ist unser Hammer. Kämpfer. Haben wir noch einen anderen Blacksmith? Da hinten haben wir noch einen. Der kann mit dem Hammer nicht so gut umgehen. Der Ingenieur kann mit dem Hammer umgehen. Oder die Ingenieurin vielmehr. Die kann damit umgehen. Schauen wir mal, ob hier noch jemand mit dem Hammer umgehen kann. Woodcutter und so, der Blacksmith, der war dann doch nicht so gut im Hammer. Im Hämmern, dann nehmen wir dann die beiden. So, Schwert. Schwert. 11, 9, 10. Gar nicht mal so gut. Dann nehmen wir mal den Schmied. Und 9. Da haben wir noch einen Miner, der ist noch einigermaßen gut. Oh ja, und hier Twisita. Okay. Uniformen bei Schwert. Sieht gut aus. Und Hammer-Uniform sieht auch gut aus. Okay, dann bitte erstmal ausrüsten. Military Squads, die sollen sich erstmal ausrüsten. Ich möchte sehen, dass sie sich ausrüsten. Das möchte ich auf jeden Fall sehen. Und dann sollen die, ja, dann hier Enemies, Bear, All Squads. Genau, die sind ja dann zugeteilt. Möchte ich sehen, dass sie sich um den Bären kümmern. Dass sie den mal erledigen. So, da geht's auch schon ran. Bären sind gefährlich, haben wir gelernt. Oh. Twisita has died. Super. Das sieht ja schon mal wieder sehr gut aus. Oh Mann. Und da wird gekämpft. Ich hoffe, das überlebt der. Twisita ist gestorben. Aber ich glaube, er will fliehen. Oh Mann. Warum? Nein, Rayzug ist auch gestorben. Und Moment, wer ist jetzt das? Varna, Woodcutter. Blutet aus dem rechten Bein. Oh, Gibbons ist gestorben. Oh Mann. Der Bär macht sich vom Acker und wir lassen den mal weg. Wegrennen. Ja, das sieht ja aus hier. Riesengroße Sauerei. Die Folge ist auch am Ende. Wir sind am Ende der Zeit, haben riesengroße Verluste erlitten in dieser Folge. Ich weiß gar nicht, wie wir hier. Ach, guck an, der Bär ist immerhin verblutet. Naja, immerhin. Das wird schwierig, das hier erstmal wieder aufzubauen. Da müssen wir unsere Great Hall auf jeden Fall, ja, verkleinern, glaube ich nicht, aber ich hoffe mal, dass bald neue Goblins kommen. Nein, nicht Goblins, Gnome kommen. Puh, schwierig, schwierig. Dennoch hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!